Mountainworks geht es darum, wie wir als Menschen diese Landschaften, die wir verwahren und die wir sowohl nutzen, aber auch beschützen müssen, wie wir mit dieser Verantwortung umgehen. Also dieses Verhältnis von Natur, Mensch und dann Technologie, also eigentlich so ein Dreiecksverhältnis. Welche Handgriffe, welche Handlungen, welche Gesten sind fast tagtäglich notwendig, damit der Berg uns als Menschen erschlossen werden kann? Darum geht es immer wieder in allen Mountainworks. Ich glaube, es gibt wirklich so wie Katz und Hund, gibt es so die Menschen, die absolut bergfanatisch sind und absolut meerfanatisch. Bei mir ist es so, dass wenn ich 3 Monate nicht irgendwo in den Bergen war, dann fängt es an zu ziehen. Mountainworks ist vielschichtig, aber es geht vor allen Dingen um die Hintergrundarbeit am Berg. Also alles das, was hinter den Kulissen ist, welche Handgriffe, welche Handlungen, welche Gesten sind fast tagtäglich notwendig, damit der Berg uns als Menschen immer wieder erschlossen werden kann. Und Mountainworks ist insofern ein vielschichtiger Begriff, wo es um die Mountainworker geht, also die Arbeiter am Berg, die immer wieder die Arbeit am Berg ausführen. Die Frage, wie fotografiere ich, wo stelle ich die Kamera auf, was interessiert mich bildlich? Also mich interessiert keine Postkartenästhetik. Sobald es einen blauen Himmel gibt, packe ich meine Kamera ein und gehe nach Hause. Das heißt, ich filme recht früh morgens, spät abends, zum Teil nachts. Im Nebel, bei bedecktem Himmel, bei Schneefall, also in all den Wettersituationen, die für eine vielleicht eher touristische Betrachtungsweise oder für Broschüren völlig uninteressant ist. Es ist keine Anti-Ästhetik zu der weithin bekannten Bergästhetik, aber es ist eine andere Sichtweise, die jetzt genau dann auf den Berg schaut, wenn er interessanter wird, also wetterbedingt auch interessanter, lichtbedingt interessanter wird. Schnee ist extrem und notwendigerweise instabil und prekär. Verändert sich zu jedem Moment immer wieder und damit auch vielleicht wiederum Symbol der Zeit und dieser Idee, dass kein Moment jemals wiederkommen kann. Es gibt keine Wiederholung in dem Sinne, also keine exakte Wiederholung von etwas, was jemals existiert hat. Es ist immer notwendigerweise anders. In den Neurowissenschaften gibt es sehr spannende Forschungen, die davon ausgehen, dass die Erfahrung des Sublimen, also die aktive Erfahrung des Sublimen, uns als Menschen empathischer macht. Es bringt uns an interessante Fragestellungen dieses Menschseins. Was bedeutet Mensch zu sein? Und Menschsein auch wirklich im Sinne von nicht nur der physischen Vororterfahrung, dieses Große gegenüber uns relativ Kleinen, sondern auch die Erfahrung der Zeit, dass die Berge wirklich in ihrer tiefen Zeit, also in ihrer geologischen Zeit, uns die menschliche Zeit gegenüberstellen und die menschliche Zeit als künstliche Zeit auch wiederum hinterfragen. Auf der anderen Seite ist dieser Begriff des Sublimen, des Erhabenen, aber auch dahingehend problematisch, dass er eine Grenze zwischen uns und der Natur bestätigt. Und das ist insofern problematisch, als dass diese Distanz dazu führen kann, dass wir glauben, dass wir außerhalb der Natur sind. Also Natur ist dort und wir sind hier, aber wir sind auch Natur. Wir sind Natur. Viele der Arbeiten, die hier an der Wand sind, Clearance, sind Anhäufungen von Schnee, die ich aber dann durch Beleuchtung und Licht auch wieder inszeniere und verändere. Bei manchen der Arbeiten habe ich in den Raum eingegriffen, habe Markierungen hinzugefügt zu den bereits existierenden Markierungen, sodass also eine ganz leichte Manipulation des Raumes entsteht. Insofern gibt es, glaube ich, immer verschiedene Aspekte, inwiefern das Performative oder die Performance in den Arbeiten auftaucht. Die Zusammenarbeit mit verschiedenen Menschen, Menschengruppen, Gemeinschaften ist die Basis für alle Arbeiten. In manchen Arbeiten ist es sehr viel offensichtlicher. Wenn ich mit Gruppen von Menschen arbeite, die in London gemeinsam tanzen und man sieht hunderte von Leuten, dann
ist diese Zusammenarbeit, dass die Menschen, Protagonisten, Akteure, Darsteller in den Filmen und Fotografien werden sehr viel offensichtlicher. In den Mountain Works ist die Zusammenarbeit mit den jeweiligen Orten, also den Gemeinschaften vor Ort, insofern wichtig, als dass sie mir Zugang verschaffen zu bestimmten Orten. Und für mich ist wirklich auch großer Respekt dabei, wie sie ihre Arbeit ausführen, wie sie damit umgehen und wie ich das darstellen kann. Switching on the Mountain ist eine Arbeit, wo ich mit jeder Talstation gemeinsam jeden Handgriff gefilmt habe, der notwendig ist, um den Berg anzustellen, also um Energie auf den Berg zu senden. Und auch die hat performative und Performance-Elemente. Bei Snowdance ist es sehr viel offensichtlicher, weil es wirklich eine Choreografie für die Kamera ist, die mit 8 Pistenfahrzeugfahrern gefilmt wurde und mit einer Drohne und wie ein Tanz funktioniert. Für mich sind die Arbeiten, die immer nach hinten schauen, haben viel mit diesen weiteren, größeren Fragen zu tun. Diese großen Fragen nach dem Anthropozän, also dass wir im Anthropozän-Zeitalter leben, wo alles durch uns bedingt ist und wo jede Handlung, die wir ausführen, eine Konsequenz in der Umwelt und in der Natur hat. Wobei ich den Begriff relativ schwierig und problematisch und auch sehr, sehr komplex empfinde. Ich glaube allerdings, dass also die Mountain Works vielleicht auffordern, selber sich mit dieser Idee der Verantwortung auseinanderzusetzen, als polemisch oder programmatisch zu sagen, Tourismus ist dieses oder jenes oder wir gehen mit der Natur in der und der Form und müssen dies ändern. Für mich, wenn Arbeiten richtig gut funktionieren, dann sind sie vielschichtig. Dann haben sie die Potenz, die Möglichkeit, die Offenheit, Menschen, Zuschauer, Betrachter abzuholen, mitzuführen und ihre eigenen Gedanken zu aktivieren. Ich glaube, dass die Arbeit hier viele Charaktere hat. Und aus meiner Sicht ist die Installation mit all ihren Elementen, inklusive den Wandfarben und den neuen Wänden und den Podesten, ein Charakter. Dann innerhalb der Arbeit gibt es, also innerhalb jedes einzelnen Werkes, gibt es auch wiederum Charaktere. Und es ist sowohl ein Pferd als auch die Menschen, die in den 2 Arbeiten, Chieftain und Bunker, die Arbeiten ausführen, die ich ihnen, die Aufgaben, also nicht Arbeiten, Aufgaben, die ihnen sozusagen zu der Fragestellung, der also Spielanleitung, die ich ihnen gegeben hatte, eingefallen sind. Die beiden Arbeiten sehen aus wie Beobachtungen von Tagesabläufen, sind aber reingestellte Performances. Und sie sind mit Sicherheit Akteure und Charaktere in der Arbeit. Ähnlich wie der Schnee. Der Schnee ist eigentlich so der, vielleicht hätte ich damit anfangen sollen, der Schnee ist eigentlich der größte Charakter in all den Arbeiten, weil er eigentlich fast immer auftaucht und alles bedingt, was in diesen Werken zu sehen ist. Ohne den Schnee gäbe es die Arbeiten nicht. Jetzt steigen wir aus.